Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Wir sind stehen geblieben, dass wir ein paar von den Prophetenanhängern jetzt gerettet haben. Und wir die in Sicherheit bringen müssen. Dazu müssen wir aber hier durch. Wo wir aber nicht durchkommen und wir haben durch unseren, naja, nehmen wir es mal, siebten Sinn, den wir drücken können, haben wir herausgefunden, dass wir hier durch müssen. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so geplant, ne? Ich vermute eher, wir müssen von dort auf die Kante darunter, dann hier rüber, dass so geplant ist. There it is. Maybe I can unblock it from here. The catacombs. We'll be safe there. Gehören die zu mir? Wahrscheinlich, weil ich kann nicht auf die schießen. This should do it. Jetzt können wir sogar auch Granaten an unsere wunderschönen Pfeile dran bomben. Das ist natürlich, was soll ich dazu sagen? Ah, hier können wir uns Öl nehmen. Okay, verstehe. Kriegen wir das auf? An ancient deer charm carved from a stag's antler. It could have been an important object or a child's toy. Gift, Brand, Explosion. Get clear of the door! Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Wunderbar, jetzt können wir uns eigentlich durch alles durchsprengen, was wir wollen, oder? Ja gut, nicht ganz. Jetzt überlege ich gerade, wie können wir diese... Okay, voll. Die müssen wir auswählen, um die dann herzustellen. Muss mich raten, hier ist ein... Ja, hier ist ein Lager. Würde das jetzt eigentlich bedeuten, sind wir wieder zurück? Nee. Nicht ganz, aber wir gehen jetzt auch direkt ins nächste Einsatzgebiet. Und wir haben auch hier wieder einfach einen absoluten feuchten Furz gefunden. Es tut mir so leid. The flora of our valley, from the tall trees to the lowly mushrooms, were foreign to our ancestors when they first arrived. It took time and tragedy to learn the language of this land. But now we pass on this knowledge with every generation. The earth offers all we need. There is the healing herb, which you know to seek near sources of water and in sheltered coves.
The birchwood of the forest, straight and true, can be gathered to make arrows. And the death caps, the mushrooms you find inside rotting logs or in dark, damp places, can make a potent poison. Okay, na, das wissen wir ja eigentlich schon. Ey, immer noch, guckt euch die Pistole an. Das Ding ist, wenn sie da noch ein bisschen mehr upgradet, ist das Ding irgendwann größer als sie selbst. Was mir aber gerade eigentlich auffällt, ne? Mal so nebenbei. Es gibt hier nicht nochmal so einen komischen, ja, nennen wir ihn mal Schwarzmarkthändler, wo wir die Münzen eintauschen können. Laura, I'm here. But we're taking fire from the choppers. I need you to get Trinity's attention. Any way you can. Leave it to me. I can do this. Oder müssen wir da wirklich wieder zu ihm zurück? Können wir die von hier? Ach, die können zu uns. Hallo, wie sieht das erlaubt aus? Und? Tschüss. Komm, zeig dich. Genug? Ja, ich habe ja so viel eingesammelt für den Zeug. Okay, da kommen doch bestimmt gleich noch mehr. Aber bestimmt nicht alle. Hier gibt's eine Kiste. Die nehmen wir vorher mit. Bitte irgendwas Nützliches. Verbesserungswerkzeug. Ist halbwegs nützlich. Leider aber wirklich nur halb. Okay, das war... Das war ein bisschen bad. Das gebe ich zu. Yo, der hat das überlebt. Die Sau, die. Lucky. Ich will unbedingt noch das letzte Teil von dem Repetiergewehr haben. Das könnte so lustig werden. Eventuell, je nachdem, was uns jetzt noch erwartet. Sind aber auch ein... Da kommt die nächste geflogen. Die schmeißen hier nur mit Granaten. Was sind denn das für Assis, Alter?
Ja, komm mal her, ja, du dämlicher Prallo, ey. Das kann ja nicht wahr sein. In your face. Das ist ein Typ. Warum kann ich das nicht benutzen, wenn Feinde in der Nähe sind? Wie dumm. Gib mir das! Wo haben wir denn hier noch einen? Gehört ihr zu uns? Ich würde sagen, ja, von daher schießen wir da einfach mal rüber. Nein, ich habe nicht mehr genug von dem Zeug. Das ist jetzt natürlich echt schlecht. Das hier nervt mich im Endeffekt gerade ein bisschen mehr. Warum kann ich das nicht aufmachen? Da sind doch keine Feinde mehr. Oder ich muss jetzt richtig hier. Ja. Oh ja, klar. Jacob, it looks like we've got the upper hand. Good work. Those choppers should be in range soon. We did it. Lara, are you there? Trinity is swarming the tower. We're trapped in the catacombs beneath. Damn! Just hold on. I'm on my way. Ja, aber vorher nehmen wir das ja mit. Ich jetzt haben. So, das war's mir jetzt wert. Was haben wir hier? My father is missing. Last night I told him of the invaders and the weapons they have at their disposal. When the sun rose, he was gone. Cyril told me he would be back, but the day is almost done and no one has seen him. I fear he may have done something rash, the old fool. We need him. At this moment, more than ever. Okay, ist weg. Jetzt ist natürlich die Frage, um welchen Vater geht's genau? Münzen. Wir werden reich. Ach, ein Basislager, okay. Wie viele haben wir? Wir haben jetzt 22 Orte, wo wir hin können. Wir können eigentlich auch echt überall mal wieder... Das ist der komische Vorratsschuppen. Genau, ja. Da könnten wir hin. Also zu dem Basislager, könnten da mal reingucken, was es da so noch gibt. Aber das ist halt auch alles mega teuer und da, ich glaube, da gab es ja auch ein Sturmgewehr, ne? Ich mir aber denke, wozu brauchen wir das? Sibirische Wildnis, hier haben wir übrigens auch nicht alles. Hier haben wir nur, wie viel war es? 89%. Hier fehlt uns noch ein Relikt und ein Münzversteck. Da liegt es aber daran, weil es da ein bisschen was gab, wo wir nämlich nicht reingekommen sind. Ich bin ganz ehrlich, also momentan hätte ich schon eher Bock, da mal hinzugehen und das mal alles zu machen. Ein bisschen. Warte mal, das Ding. Ah ja, stimmt, wir haben jetzt das dritte Ding. Jetzt können wir ja alles komplett upgraden. Griff mit Schlaufe. Können wir auch gediegen. Genau. Alles ein bisschen. Bam. Das ist. Jetzt haben wir ja den dritten. Verbesserungsgedöns. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
gerade richtig schlimm. Sorry. Bitte lass es die Karte aktualisieren. Oh, sehr schön. Kann ich nämlich mal gucken, wo ich hier was. Ja. Eiskalt und trocken. Dokument. Gleich drei Stück eigentlich fast nebeneinander. Da vorne habe ich ein Relikt übersehen. Da liegt auch noch ein Dokument. Ach, sehr schön. Und wir sind fast raus aus dem Gebiet. Finde ich aber auch geil, dass sowas direkt kurz vorm Schluss kommt. Also wenn wir die 100% haben, dann werden wir definitiv früher oder später nochmal zurückgehen. Und halt doch das Schild hoch. So, ein Kunde. Habt ihr jetzt ernsthaft damit gerechnet, dass ich euch jetzt so einfach mal nicht eiskalt und knalllos umratze? It has been months since the snows of the mountain buried the heart of Katesh. We sent men to search for survivors or food, but none have returned. Sounds drift up from the glaciers, but if people still lived entombed inside, I do not know. It could be the shifting ice, but I will be the first to admit, it sounds like the voices of men. Perhaps the ghosts of the Prophet's warriors still patrol the frozen streets. We will send no more of our people inside. We have to accept that the Prophet and the city are lost to us, and that we are now on our own. Okay, das ist jetzt definitiv interessant. Damit hätte ich im Reisesein jetzt nicht gerechnet. Moin! Okay, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, und ich muss doch auf die gewöhnliche MP wechseln. Keiner mit Granaten bekommt, ist eigentlich alles in Ordnung. Ich hasse Leute, die hier mit Granaten bekommen. Okay, gehe ich mit den so hin? Da bist du. Da ist er. Hallo, das ist die falsche Richtung. Obwohl das eigentlich mit den Eispickeln schon echt. Also. Hast du spotted? Das ist schon echt mies. Muss man schon sagen. So. Oh, ja, der ist klar. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir es hier. Zack.
Was ist mit dem? Leidet der hier aus dem Haus? Ja, lade mal nach. Ich muss gerade überlegen, wie wird den eigentlich am besten los. Ich könnte. Lass es probieren. Ja, okay. Jacob. They're gone. I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. Others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral, in the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. I can't take that chance. I know. Here. Take this. Will help you reach the cathedral. Drahtseil. Okay, sehr gut. Ich habe euch Action versprochen und ihr habt Action bekommen. So, aber. Es ist leider auch wieder Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Von daher, sollte euch diese Folge gefallen haben, lasst ein Like da. Und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr zu dieser Mega-Game-Community dann gehören wollt. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr sagt von wegen, ey, sammelt doch mal nebenbei noch alles ein, anstatt hier die Story fortzusetzen. Dann bombt mir das in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video guckt, schaut. Und daher lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.